Ich grüße Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Im Folgenden werde ich Ihnen die Grundthese meines Buches Biologische Intelligenz, der kreative Faktor der Evolution, vorstellen. Ein Buch, dessen Erstausgabe im Jahr 2003 erschien und welches nun von mir gänzlich aktualisiert und überarbeitet wurde. Es werden in diesem Video die Ausgangspunkte dieser Theorie vorgestellt. Dazu ein paar Vorbemerkungen. An den wichtigsten Wegkreuzungen des Gedankenganges wird oftmals ein Zitat gebracht, aus dem Sie erkennen können, dass meine Überlegungen keineswegs reine Spekulationen sind oder irgendetwas mit Esoterik zu tun haben, sondern sich zumindest auf recht eindrucksvolle Gewährsleute berufen können. Ganz im Sinne einer wissenschaftlichen Theoriefindung geht es eben darum, die Gemeinsamkeit von bestimmten Phänomenen aufzuzeigen und daraus Schlüsse zu ziehen. Fangen wir gleich mal mit einem Zitat eines Verhaltensforschers an. Klaus Immelmann schreibt: Lernvorgänge sind aus allen Tierstämmen, von den Einzellern bis zu den Wirbeltieren, bekannt. Fällt Ihnen etwas auf? Einzeller, also einzellige Lebewesen ohne Gehirn und ohne Nervensystem, die, wie gesagt, nur aus einer Zelle bestehen und an sich nur Nährstoffe zu sich nehmen, wachsen, sich teilen, wobei die zwei neuen Teile und als einzelne Lebewesen wiederum Nährstoffe zu sich nehmen, wiederum wachsen und sich teilen, die sollen lernfähig sein? Und wodurch? Stellen wir diese Fragen zunächst einmal zurück und betrachten uns die sonstigen Fähigkeiten der Einzeller etwas genauer. Dazu ein Zitat des Evolutionsbiologen Heinrich K. Erben: Die Amöbe mag Verfressbares von Ungenießbarem zu unterscheiden. Der einzellige Algenpilz Phynocymbizes registriert hinderliche Fremdkörper. Das Pantoffeltierchen kennt den Unterschied zwischen verschiedenen Säurekonzentrationen des Wassers. Andere Vertreter der Wimperntierchen sind fähig, unterschiedliche Tätigkeiten wie Schwimmen, Fressen und Selbstschutz in sinnvoller Weise zu koordinieren. Zu den noch überaus einfachen Reaktionen gehören die primitivsten Verhaltensweisen, die auch ihrerseits am Anfang der Entwicklung stehen. Veränderung in der Richtung des Wachstums bei Festsitzenden oder Umorientierung in der Richtung der Fortbewegung bei freilebenden Organismen, wobei im zweiten Fall sogar Ausweichbewegungen als auch Direktorientierung zu verzeichnen sind. Wer hätte bei Einzelnen eine derartige Fülle von Verhaltensweisen erwartet? Um aber sich überhaupt dementsprechend verhalten zu können, müssen Einzeller Außenreize feststellen, und dies geschieht folgendermaßen. Übergeben wir wieder dazu das Wort Heinrich K. Erben. Der Außenreiz, der ja stets in seiner Energieschwankung oder einer chemischen Einwirkung besteht, durchschreitet die für ihn an den Grenzen von Großmolekülen durchlässige Zellmembran. Innerhalb des Plasmas wird er sodann in Erregung umgesetzt und weitergeleitet. Anders gesagt, der Außenreiz besteht entweder aus einer bioelektrischen Erregung und/oder einer biochemischen Erregung, die in die Zelle geleitet wird. Wobei diese Weiterleitung offensichtlich auf einen Innenreiz stößt und daraus zum Beispiel ein Schluss für die Bewegungsrichtung oder auf ein Ziel hin vollbracht wird. Wie oben gesehen, sind Einzeller sogar in der Lage, unterschiedliche Tätigkeiten wie Schwimmen, Fressen, Selbstschutz in sinnvoller Weise koordiniert vollziehen zu können. Langsam wird uns klar, dass es angesichts dieser Fähigkeiten keineswegs mehr vollkommen verwunderlich erscheint, wenn auch Einzeller schon lernfähig sind. Nun sind dies alles keine neuen Erkenntnisse. Es hat allerdings dann doch lange gedauert, bis Wissenschaftler daraus einen eigentlichen naheliegenden Schluss gezogen haben, der darin besteht, dass uns bei den Einzellern letztendlich Lebewesen begegnen, die Verhaltensweisen und Fähigkeiten aufweisen, die wir eigentlich auch von Lebewesen kennen, die über ein Nervensystem und ein Gehirn verfügen. Die Forscher Lengerler, Müller, Di Primio vom ehrwürdigen Fraunhofer Institut fassen diesen Sachverhalt so zusammen: Wir zeigen,
dass Leistungen, die mit den Kognitionsleistungen Wahrnehmung und Gedächtnis in höheren Organismen vergleichbar sind, in Einzelnen nachweisbar sind. Die sensorische Komplexität von Einzelnen ist auch in vieler Hinsicht strukturell, vor allem aber funktionell vergleichbar mit derjenigen höheren lebenden Organismen und kann deshalb als Hinweis auf Kognition gedeutet werden. In diesem Zusammenhang bestreiten wir, dass echtes Lernen und das Erscheinen von Nervensystemen Bruchstellen in der Evolution von Kognition sind. Die Anwesenheit von Nervensystemen bedeutet nur den Übergang von Systemen mit einem relativ begrenzten Erkennungspotenzial zu solchen mit einem riesigen Potenzial. Diese Fähigkeiten von Einzelnen, die Wahrnehmung, die Koordination verschiedener Tätigkeiten, ein Gedächtnis, die Lernfähigkeit, die kann demzufolge schon als basale Intelligenz bezeichnet werden. So zum Beispiel en passant durch Anthony Trivavas von der Universität Edinburgh. Selbst Bakterien wird eine basale Form von Intelligenz zugesprochen. Das alles ist weitaus mehr als ein einfaches Reizreaktionsschema und an dieser Stelle wagen wir eine Hypothese, durch die dieses Phänomen erklärbar werden soll. Ohne eine Art von Verarbeitungsprogramm für externe und interne Reize, egal wie dies im Einzelnen funktioniert oder aus wie vielen Teilen es besteht, dürften solche Fähigkeiten nicht möglich sein. Da die Einzelner durch Entscheidungen Handlungsweisen einleiten können, die auf eine basale Intelligenz schließen lassen, nenne ich dieses Programm biologische Intelligenz. Was lässt sich an dieser Stelle hypothetisch über dieses Programm sagen? Es ist in der Lage, externe Reize, die biochemisch oder bioelektrisch nach innen gemeldet werden, einzuordnen und unter Aspekten von internen Reizen, zum Beispiel dem Nahrung zu erhalten, zu analysieren und daraus Entscheidungen für das Handeln der Zelle zu ziehen. Dafür muss es auch im weitesten Sinne Abwägungen, also Verrechnungen vornehmen. Es kann verschiedene Handlungen, die gleichzeitig ablaufen, koordinieren, kann Gedächtnisinhalte abrufen oder erzeugt sie selbst, wodurch sich Lernprozesse ergeben. Es kann Schlussfolgerungen ziehen und es vermittelt der Zelle die Möglichkeit, mit anderen Zellen zu kommunizieren. Es kann angenommen werden, dass dieses Programm, um all dies vollziehen zu können, die biochemischen oder bioelektrischen Impulse in gewisser Weise dekodiert und die Arbeitsergebnisse wiederum zurückdekodiert in biochemische und bioelektrische Impulse. Welche Schlussfolgerungen ergeben sich nun aus unserer Hypothese? Da schon Einzeller über ein solches intelligentes Arbeitsprogramm verfügen sollen, müssten andere Organismen ohne Nervensystem und Gehirn, da sie auch aus Zellen bestehen, ebenfalls Hinweise auf das Vorhandensein eines solchen Programmes geben können. Wäre dies der Fall, hätten wir ein erstes Indiz für die Zulässigkeit unserer Hypothese. Solche Lebewesen, die ebenfalls wie der Einzeller über kein Gehirn und kein Nervensystem verfügen, sind zum Beispiel Schwämme, Pilze und Pflanzen. Schwämme besitzen viele Merkmale der Einzeller, so auch eine elektrische Erregungsleitung, ja sogar einige von ihnen weisen auch schon Neurosekrete wie so Neurotransmitter auf, wie etwa Adrenalin. Schwämme sind allerdings keine besonders geeigneten Lebewesen für Experimente. Im Gegensatz zu dem einzelligen Schleimpilz Physarum polycephalum, der nicht nur einige Zentimeter groß, sondern darüber hinaus durch eine besondere Vorliebe für Haferflocken gekennzeichnet ist. Beides macht diesen Pilz zu einem besonders guten Versuchstier. Setzt man ihn in ein künstliches Labyrinth mit zwei Ausgängen, an denen jeweils Haferflocken auf ihn warten, nimmt er nach recht kurzer Zeit die kürzeste Verbindung zwischen den zwei Ausgängen innerhalb des Labyrinths ein, um sich keine Haferflocke entgehen zu lassen. Über diese weitere und ganz erstaunlichen Lernfähigkeiten dieses Pilzes gibt es mittlerweile sogar zwei Filme, als wären sie nicht von dieser Welt, so der eine von Karl-Heinz Baumann und Volker Arzt und den französischen Film Der Blob, schleimiger Superorganismus. Noch verblüffender, erfolgreich erlernte Handlungsstrategien gibt dieser
Pilz sogar an seine Kollegen weiter. Kommen wir nun zu den Pflanzen, die ja ebenfalls kein Nervensystem und Gehirn besitzen. Auch hier gibt es mittlerweile erfolgreiche Experimente zur Lernfähigkeit. Weitere Beispiele finden Sie im Buch. Und auch bei ihnen finden wir eine bioelektrische und/oder biochemische Reizweiterleitung. Berührt man beispielsweise die Blätter einer Mimose, falten diese sich zusammen, aufgrund eines bioelektrischen Impulses. Der wilde Tabak, der ansonsten blattfressende Insekten mit einer Sonderproduktion von Nikotin verjagt, sobald er dieses Insekt bemerkt, und zwar bemerkt er es in dem Moment, in dem das Insekt an seinem Blatt knabbert, dort wird dann ein Hormon gebildet und mittels dieses Hormons wird der wilde Tabak informiert, dass ein Blatt beschädigt wird und dass eine Nikotinproduktion notwendig erscheint. Dieser wilde Tabak sieht sich allerdings auch mit einer speziellen Raupe konfrontiert, der Nikotin nicht nur nichts ausmacht, sondern die es sogar in ihrem Körper einlagert und somit selbst ungenießbar wird. Was nun? Sobald eine solche Raupe anfängt zu nagen, wird ein ganz anderes chemisches Produktionsprogramm in Gang gesetzt, welches einen Stoff produziert, der das Wachstum dieser Raupe behindert und ab und an für diese sogar tödlich ist. Die Raupe verlässt daraufhin in der Regel die Tabakspflanze und wandert zu einer anderen, aber das ist nur ein Teil der Reaktion auf die Raupe, der wilde Tabak, der sonst des Nachts blüht und einen speziellen Duft verbreitet, um einen ganz speziellen Nachtfalter heranzulocken, blüht nun tagsüber und verbreitet ebenso am Tag den Duft. Denn die Raupe ist der Nachkomme dieses nachtaktiven Tabakschwärmers. Ganz erstaunlich ist, dass sie diesen Zusammenhang festgestellt hat. Aber wie erkennt der wilde Tabak diese Raupe? So unglaublich es klingt, Versuche haben es bewiesen an ihrem Speichel. Zufall? Wohl kaum, denn der wilde Tabak kann noch 3000 weitere Insektenarten unterscheiden. Anthony Trevavas, von dem wir vorhin schon etwas gehört haben, von der Universität Edinburgh, zieht aus solchen und ähnlichen Fähigkeiten von Pflanzen, vor allem unter dem Hinweis darauf, dass Pflanzen allein auf bis zu 20 verschiedene Signale ihrer Umwelt koordiniert reagieren können, den Schluss, dass es aufgrund der Fülle und Komplexität solcher pflanzlichen Fähigkeiten sogar notwendig sei, auch beim Pflanzen von Intelligenz im Sinne einer basalen Intelligenz zu sprechen. Ich empfehle Ihnen in diesem Zusammenhang auch dieses Buch von Volker Arzt mit dem eindeutigen Titel Kluge Pflanzen. Noch ein letztes Wort zu den Pflanzen. Die Mimose kann sogar mit Äther für eine gewisse Zeit betäubt werden, woraus sich zwei Fragen ergeben: Warum mit Äther und wer oder was wird eigentlich innerhalb der Mimose betäubt? Fassen wir an dieser Stelle kurz zusammen. Ganz im Sinne unserer Hypothese über ein zelluläres Verarbeitungsprogramm wurde dieses durch die Fähigkeiten von einzelligen Pilzen, Schwämmen und Pflanzen bestätigt. Genau wie bei Einzellern findet man Lernleistungen, eine biochemische und bioelektrische Reizweiterleitung, ja sogar Neurotransmitter wie Adrenalin. Der einzellige Algenpilz wies sogar spezielle Vorlieben auf, in seinem Fall für Haferflocken, die er in der freien Natur eigentlich kaum findet. Ähnliches finden wir übrigens bei Pflanzen. Weiteres Beispiel für das Vorhandensein von Vorlieben bei Einzellern und Pflanzen finden Sie in meinem Buch. Insofern können wir auch unsere Hypothese von einer biologischen Intelligenz noch ergänzen. Das Verarbeitungsprogramm scheint aufgrund gemachter Erfahrungen den Lebewesen eine gewisse Individualität zu verleiben. Damit Sie nicht meinen, ich übertreibe, dazu ein weiteres Zitat. Die Forscher Spudig und Kosland haben berichtet, dass bewegliche Mikroorganismen der gleichen Art in ihrem Schwimmverhalten geradezu exzentrisch solitär sind. Und Louis Thomas fasst dies folgendermaßen zusammen. Einzelne freischwimmende Bakterien können als einmalige Erscheinungen angesehen werden, persönlich voneinander zu unterscheiden, auch wenn sie demselben Klon angehören.
Der seinerzeit sehr bekannte Wissenschaftspublizist Heumer von Ditfurth fasste unsere bisherigen Überlegungen im Grunde schon so zusammen. Zuerst also gab es Informationsspeicherung, Lernen aus Erfahrung, Entscheidung aufgrund der dabei erworbenen Auswahlkriterien und Bewertungsmaßstäbe, ohne Bewusstsein, ohne konkret lokalisierbaren Sitz und dann erst Gehirn. Nur seine These, dass dies alles von vornherein ohne Bewusstsein existieren würde, lassen wir erst einmal offen, denn wie wir noch sehen werden, könnten die individuellen Vor- und Abneigungen bei einzelnen Pilzen und Pflanzen auch für eine dieser widersprechenden Interpretation sprechen. Wenn nun an unserer Hypothese von einem zellulären Verarbeitungsprogramm, also dem, was ich biologische Intelligenz nenne, etwas dran wäre, dann stände zu erwarten, dass in dem Moment, in dem sich in mehrzelligen Lebewesen bestimmte Zellen darauf spezialisieren, Innen- und Außenreize zu verarbeiten, diese Zellen im Sinne einer Kooperation der einzelnen zellulären biologischen Intelligenzen in Verbindung zu der Möglichkeit eines solchen mehrzelligen Lebewesens mittels Sinneszellen genauere Informationen aus der Umwelt zu empfangen, sich die Möglichkeiten eines solchen Verarbeitungsprogramms geradezu potenzieren müssten. Diesen Schluss bestätigen schon Lebewesen mit nur einem Nervensystem, also ohne Gehirn, so zum Beispiel Würfelquallen. Sie besitzen erstaunlicherweise 24 winzig kleine Linsenaugen. Die oberen vier Augen sind in der Lage, visuelle Signale von oben zu empfangen. Sie sind quasi Überwasseraugen. Freilandexperimente belegen nun, dass wenn man diese Quallen aus ihrem Lebensraum entfernt, der sich in einem ca. 2 Meter großen Bereich am Ufer befindet, sie diese Augen dazu benutzen, wieder dorthin zurückzuschwimmen, wobei sie sich an den Bäumen und deren Wurzeln am Ufer orientieren. Natürlich weiß niemand, wie genau sie sehen, aber wer sich bewusst macht, welche großen Gehirnbereiche beim Menschen dazu genutzt werden, damit wir überhaupt sehen können, kann ermessen, welche besondere Leistung die Neuronen im Nervensystem der Qualle ohne Gehirn erbringen müssen. So auch der Forschungsleiter Andreas Kram, dessen Team diese Experimente durchführte. Er hat keine Ahnung, wie dies das einfache Nervensystem einer solchen Qualle vollbringen kann und gibt zu, Zitat, bisher habe man die Tiere in dieser Hinsicht unterschätzt. Bei den Pferdeaktinien, einer Seeanemonenart, kamen Arc Briffa und sein Team von der Plymouth-Universität bei der Analyse einer durch ein Experiment verursachten Angstreaktion zu dem Schluss, dass die Unterschiede im Verhalten der Tiere im Wesentlichen auf einen individuellen Charakter zurückzuführen seien. Und wenn nun berücksichtigt wird, dass die Neuronen der Nervenzellen von Quallen wiederum Reize biochemisch und bioelektrisch empfangen und untereinander weitergeben, dann darf dies als weiteres Indiz dafür gesehen werden, dass sie über das Verarbeitungsprogramm verfügen, welches ich biologische Intelligenz nenne. Im Verlauf der Evolution hat sich dreimal unabhängig voneinander ein Gehirn entwickelt, so bei den Weichtieren, Insekten und Wirbeltieren. Und natürlich besteht dieses Gehirn wiederum aus Neuronen. Und natürlich arbeiten diese Gehirne dadurch, dass die dort sich befindlichen Neuronen untereinander biochemische und bioelektrische Impulse austauschen, von den Sinneszellen empfangen und dann untereinander weiterleiten. Für Lebewesen mit Gehirn ergebe sich aus unserer Hypothese, dass diese nun gleichsam durch eine noch weitaus größere Potenzierung der einzelnen zellulären biologischen Intelligenzen im Sinne einer Kooperation zu ganz außerordentlichen Verarbeitungsleistungen und sich daraus ergebenden Verhaltensweisen fähig sein sollten. Vorausgesetzt, und nur dann würde diese Schlussfolgerung für unsere Hypothese sprechen, wenn es keine besondere Rolle spielen würde, wie groß das Gehirn selbst wäre und ebenso, wie es im Detail aufgebaut wäre. Ich wiederhole dies noch einmal. Für Lebewesen mit Gehirn ergebe sich aus unserer Hypothese, dass diese nun gleichsam durch eine noch weitaus größere Potenzierung der einzelnen zellulären biologischen Intelligenzen im Sinne von Kooperation zu ganz außerordentlichen Verarbeitungsleistungen und sich daraus ergebenden Verhaltensweisen fähig sein sollten. Vorausgesetzt, und nur dann würde dies für unsere
Hypothese sprechen, wenn es keine Rolle spielen würde, wie groß das Gehirn selbst wäre und der Aufbau. Und damit kommen wir zu einem Beispiel von vielen, die im Buch aufgeführt werden, welches einerseits unsere These stützt und andererseits geradezu als Beweis angesehen werden kann. Das ca. nur 2 Gramm schwere Gehirn der Honigbiene ist nicht nur in der Lage, sich den Ort einer bis zu 5 Kilometer von seinem Heimatstamm entfernten Fruchtquelle zu merken, und zwar als Winkel zum Sonnenstand sowie die Entfernung als Energieverbrauch, sondern darüber hinaus diese 2 Kriterien zum Auffinden der Nektarquellen auch an ihre Kollegen in einem Tanz zu dekodieren, wobei Brummgeräusche als Maßstab für den Energieverbrauch dienen. Und die Biene ist darüber hinaus in der Lage, im dunklen Innern des Stocks auf senkrechten Waben den Sonnenstandswinkel zu tanzen, indem sie eine senkrechte Schwerkraftlinie benutzt und darüber hinaus, wenn dieser Tanz längere Zeit andauert, sogar berücksichtigt, dass sich der Sonnenstand verändert. Und diejenigen Bienen, die der tanzenden Kollegin folgen, können nun wiederum diesen Tanz dekodieren und fliegen erstaunlich zielgenau zur Nektarquelle. Der Entdecker dieses Bienentanzes, Karl von Frisch, erhielt sogar den Nobelpreis. Es verwundert nicht, dass schon mehrmals in der Vergangenheit der Versuch unternommen wurde, diese geradezu unglaublichen Leistungen, die notwendig sind, um etwas wie den Bienentanz, also die Dekodierung eines realen Fluges in eine Tanzfigur, als Fehlschluss zu entlarven. Doch dies misslang. Zwar wird ein möglicher Kritiker einwenden, dieser Bienentanz wäre das Ergebnis zufälliger Verhaltensmutation. Doch einerseits ändert sich daran nichts an der Dekodierungsleistung eines realen Flugzieles und einer realen Flugerfahrung in eine Tanzfigur und an ihrer Dekodierung. Und zweitens ist dieses Argument, wie ich später im Zusammenhang mit der Frage biologische Intelligenz und Evolution zeigen werde, mittlerweile zumindest fragwürdig geworden. Darauf deutet auch der Tatbestand hin, dass Scarlett Hauer von der Universität Melbourne und ihr Team in Experimenten nachweisen können, dass Bienen sogar recht schnell Rechenaufgaben lösen können. Ich zitiere: Wie die Bienen es schaffen, solche komplexen Aufgaben mit ihrem kleinen Gehirn zu bewältigen, wissen die Forscher bislang nicht. Die Verblüffung der Wissenschaftler ergibt sich auch daraus, dass bisher solche Fähigkeiten, also einfache Rechenaufgaben zu lösen, nur von wenigen Wirbeltieren wie Schimpansen, Orang-Utans, Rhesusaffen, Krähen, Graupapageien und Tauben bekannt waren. Der bekannte deutsche Bienenforscher Randolph Menzel, ich zeige Ihnen mal sein Buch, untermauert unsere Hypothese durch folgende Ausführungen. Insofern würde ich auch den Konzepten der Verhaltensbiologie widersprechen, die Insektengehirne lediglich als Schaltzentralen kleiner Roboter sehen. Das Gehirn der Bienen erstellt auf Grundlage der Sinnesdaten eine bewertete Abbildung der Umwelt und erzeugt ein gemeinsames Gedächtnis, mit dessen Hilfe Verhaltensmöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Welche der Optionen schließlich gewählt wird, ergibt sich dem Bienengehirn auf der Grundlage von Entscheidungsprozessen, in die ein Erwartungshorizont mit eingeht. Welches Verhalten schließlich gewählt wird, ist Resultat neurologischer Verhandlungsvorgänge. Vergleichen wir diese Aussagen über die Arbeitsweise des Gehirns einer Biene noch einmal mit dem Zitat von Holmer von Ditfurth. Zuerst also gab es Informationsspeicherung, Lernen aus Erfahrung, Entscheidung aufgrund der dabei erworbenen Auswahlkriterien und Bewertungsmaßstäbe, ohne Bewusstsein, ohne konkret lokalisierbaren Sitz und dann erst Gehirne. Und es wird deutlich, dass ganz im Sinne unserer Hypothese letztlich im Gehirn nichts anderes, aber potenziert geschieht, als bei Einzellern, Pilzen, Pflanzen oder Quallen. Und insofern die Zurückführung dieser Fähigkeiten auf ein grundsätzliches zelluläres Verarbeitungsprogramm der biologischen Intelligenz einen naheliegenden wissenschaftlichen Schluss darstellt. Und ganz im Sinne unserer Hypothese, die im Buch aufgrund von den von mir als Beweise eingeschätzten Experimentalergebnissen zu einer Theorie wird, wurde mittlerweile festgestellt, dass Echsen sich in Lernversuchen als ähnlich schlau wie Vögel erweisen,
Einzelne Vogelarten, die Intelligenz von Primaten besitzen, um Primaten, aber auch Papageien, hunderte von menschlichen Worten mit Begriffen verbinden können. Und darüber hinaus, wir finden bei Insekten schon Ackerbau und Viehzucht, Werkzeuggebrauch oder etwa bei Termiten verschiedenartige Klimaanlagen für ihre Bauten, sowie bei Vögeln Farbästhetik und die Fähigkeit, mit ganz ähnlichen Mustern wie menschliche Komponisten Musik zu komponieren, um nur einiges zu nennen. Jenes Verarbeitungsprogramm, welches ich biologische Intelligenz nenne, ist also höchst kreativ und wie die eben genannten Beispiele zeigen, sogar der Ausgangspunkt für vieles, was wir zunächst allein dem Menschen zuschreiben würden. Sprache, Werkzeuggebrauch, technische Konstruktionen, Landwirtschaft, Viehhaltung und sogar Kunst. Weitere Belege finden Sie dazu in meinem Buch. Nun scheint der Mensch mit seinem Gehirn noch eine Besonderheit zu besitzen, welches wir Bewusstsein oder Geist im Sinne des englischen Mind nennen. Aber längst sind sich Gehirnforscher darüber einig, dass auch wenn der direkte Nachweis, übrigens wie bei Menschen, wo er auch nicht möglich ist, auch schon zumindest indirekt bei Insekten vorausgesetzt wird, dass sie ein Bewusstsein haben. Wer sich näher mit der Bewusstseinsproblematik bei Menschen beschäftigt, wird bald bemerken, dass dieser Bereich die Neurologen irritiert. Denn da im Gehirn eigentlich nichts anderes geschehen soll, als dass bioelektrische oder biochemische Impulse verstärkt abgeschwächt, schwächt oder gestoppt werden, wobei auch ganz neue Verbindungen zu anderen Neuronen hergestellt werden, warum gibt es so etwas wie Bewusstsein? Der bekannte deutsche Gehirnforscher Gerhard Roth wollte sich aus dieser Problematik lösen, indem er einerseits annahm, dass das Bewusstsein zu bestimmten Entscheidungsprozessen hinzugezogen wird, andererseits die Endentscheidung im Gehirn selbst getroffen wird. Wenn allerdings das Bewusstsein nichts entscheidet, wozu ist es dann da? Im Sinne unserer Biointelligenztheorie fanden wir allerdings schon bei einzelnen Pilzen, Pflanzen oder auch Quellen Hinweise darauf, dass bei allen ein Quäntchen Individualität zu finden war. Und insofern nehmen wir an, dass jedes Neuron für sich aufgrund oder als Bestandteil des zellulären Verarbeitungsprogrammes quasi ein Bewusstseinselement enthält. Bei Problemen etc. kooperieren aber immer sehr viele Neuronen miteinander und kooperativ entsteht dann auch eine kooperative Bewusstseinsebene, der wir allerdings, auch hier im Einklang übrigens mit neueren Experimenten, eine Rückkopplung auf Entscheidungsprozesse zubilligen. Natürlich hört sich dies alles sehr spekulativ an und ist es über weite Bereiche sicherlich auch. Allerdings werden Sie in meinem Buch mit einem weiteren geradezu schlagenden Beweis für die prinzipielle Richtigkeit meiner Theorie konfrontiert, in dem nachgewiesen werden kann, dass ganz im Sinne meiner Theorie es weder auf die Größe des menschlichen Gehirnes ankommt, noch auf die speziellen Strukturen des Großhirnes, ja, dass angesichts dieses Phänomens Professor John Lorber von der Sheffield-Universität, der hunderte solcher Fälle untersucht hat und darüber im angesehenen Wissenschaftsmagazin Lancet berichtete, auf einer Pressekonferenz die keineswegs nur ironisch gemeinte Frage stellte: Brauchen wir denn überhaupt ein Gehirn? Wenn also wesentliche Teile des Gehirnes fehlen und dennoch ein derart Betroffener mit Bewusstsein ausgestattet ist und beispielsweise einer Verwaltungstätigkeit nachgehen kann, zwei Kinder hat, Familienvater also ist, ein reales Beispiel, dann wird nicht nur unsere These vom Bewusstseinselement in den Neuronen, sondern natürlich auch unsere Theorie von dem alles entscheidenden Verarbeitungsprogramm der biologischen Intelligenz in jedem Neuron bestätigt. Kommen wir nun zu dem Untertitel meines Buches Biologische Intelligenz als kreativer Faktor der Evolution. Zunächst sollte man sich vor Augen halten, dass die Evolution der Lebewesen keineswegs geradlinig verlaufen ist, sondern von mindestens 5 großen Aussterbewellen geprägt wurde, bei denen jeweils bis zu 90% aller Tier- und Pflanzenarten ausstarben. Und danach, erdgeschichtlich betrachtet, nahmen in recht kurzer Zeit neue Tier- und Pflanzenarten die frei gewordenen Lebensräume ein. Die letzte große Aussterbewelle ereignete sich ungefähr vor 65 Millionen Jahren und führte zum Verschwinden der die Erde lange Zeit beherrschenden Saurier, wodurch die Säugetiere, bis dahin in den ihnen verbliebenen Nischen lebend, ihren Siegeszug antreten konnten.
Wenn aber die Lebewesen durch das, was ich biologische Intelligenz nenne, in der Lage sind, sich in neuen Lebensräumen zurechtzufinden und auch unter anderem durch individuelle Vorlieben geleitet, dementsprechend neue Verhaltensweisen entwickeln können, dann wird deutlich, dass sie dadurch ihre Entwicklungsrichtung beeinflussen. Natürlich fällt es uns leicht, sich dies vorzustellen, wenn wir von den höheren Lebewesen sprechen, bei denen es zum Beispiel Traditionslernen von den Eltern oder der Herde auf die Nachkommen gibt. Aber angesichts der nunmehr nachgewiesenen Möglichkeiten, neue Verhaltensweisen auch epigenetisch an die Nachkommen zu vererben, wird deutlich, dass individuelle Problemlösungen auch als neues Verhalten nicht etwa mit dem Tod des Lebewesens verschwinden müssen, sondern an die Nachkommen weitergegeben werden können. Dazu ein Beispiel. Die Raupen einer bestimmten Mottenart haben die Angewohnheit, das Blatt, auf dem sie sich befinden, zum Schutz von der Spitze her einzurollen. Konfrontiert man sie nun damit, dass dieses Blatt gar keine Spitze hat, rollen sie das Blatt von der Seite ein. Züchtet man diese Motten rein weiter, so rollen ca. 50% der ersten Mottengeneration das Blatt von der Seite ein, obwohl es jetzt eine Spitze hat. Daraus folgt: Viele vererbte Verhaltensweisen können das Ergebnis von früheren Problemlösungen mit der jeweiligen Umwelt sein. Es könnte auch sein, dass sie zunächst epigenetisch vererbt werden. Epigenetische Vererbung bedeutet, dass nicht die Gene selbst verändert werden, sondern das, was aus den Genen abgelesen wird. Bringt man dies in Zusammenhang mit adaptiven Mutationen? Mutationen, wenn diese Bezeichnung überhaupt so zutrifft, die, so die wissenschaftliche Einschätzung, eine eingeschlagene Entwicklungsrichtung stärker unterstützen, als es im Sinne eines reinen Zufalls überhaupt sein dürfte und sich ja auch auf Verhaltensprogramme beziehen dürften, dann wird deutlich, dass dadurch die zunächst epigenetisch vorhandenen Verhaltensänderungen schließlich auch genetisch verankert werden können. Da mögen sicher auch zufällige Verstärkungen, Abschwächungen etc. eine Rolle spielen, aber entscheidend wäre die individuelle Problemlösung, die nunmehr keineswegs verloren gehen müsste, sondern ganz erheblich den Entwicklungsgang einer Art mitbestimmen würde. Dazu ein weiteres Zitat, welches belegt, dass meine Interpretation keineswegs etwas vollkommen Neues ist. Es ist daher wahrscheinlich, dass viele, wenn nicht sogar die meisten Evolutionsschritte durch Verhaltensänderungen eingeleitet werden. Verhalten kann damit ein wichtiger Kausalfaktor der Evolution sein. Neu ist, dass durch die Epigenetik sowie durch die adaptive Mutation nachgewiesen werden konnte, dass das Verhalten neben physischen Veränderungen auch vererbt werden kann. Diese Möglichkeit schloss die synthetisch-darwinistische Evolutionstheorie seit Beginn des 20. Jahrhunderts strikt aus, obwohl es schon lange deutliche Indizien dafür gab und obwohl sie den oben geschilderten Versuch von Johannes Hehn mit den Raupen auch schon längst erfolgreiche Experimente vorlagen, wobei allerdings die allermeisten anders gedeutet oder im Ergebnis bezweifelt wurden. Siehe zum Beispiel das berühmte Krötenexperiment des damaligen Starbiologen Paul Kammerer. Dem Betrug vorgeworfen wurde, wobei er keineswegs der Betrüger war, sondern so zwei Biografien, die es mittlerweile gibt, das hier ist die neueste, das Opfer einer gegen ihn gerichteten Intrige. Ich habe bewusst die physische Entwicklung außer Acht gelassen und möchte dazu aber nur anmerken, dass auch diese mittlerweile, so die wissenschaftliche Diskussion, als eine Entwicklung nach 37 Grundbauplänen betrachtet wird, wobei die Hox- und Homm-Gene bei der Entwicklung des Embryos die Möglichkeit zu bieten scheinen, selbst größere physische Veränderungen, Evolution per Saltum, Mutationssprung, in Gang zu setzen. Insofern, die Lebewesen sind es, die der langfristigen Entwicklungsrichtung ihrer jeweiligen Art durch Verhaltensänderungen ermöglicht durch ihre grundsätzliche biologische Intelligenz die entscheidenden Impulse geben. Die Lebewesen sind nicht bloß blinde Spielbälle von Mutation und Selektion, sondern bestimmen die Evolution in erheblicher Weise mit. Zum Schluss eine Perspektivänderung. Es wurde schon darauf hingewiesen, dass Gehirnforscher nicht mehr umhinkommen, dem, was wir gemeinhin Bewusstsein, Geist, Mind, Intelligenz nennen, eine Sonderrolle zuzusprechen.
Entgegen zum Beispiel den Thesen des Behaviorismus, Bewusstsein wäre eine kulturelle Illusion. Denn wie auch immer dies geschieht, uns wird beispielsweise offensichtlich ein dekodiertes Bild der Welt angeboten, welchem allen Anschein nicht dem ähnelt, welches im Gehirn durch die Verarbeitung der Außenreize durch die Augen entstehen sollte, weil diese Verarbeitung selbst, folgt man der Gehirnforschung, eigentlich aus nichts anderem besteht als der Verstärkung, Hemmung und der Weiterleitung von bioelektrischen und oder biochemischen Impulsen. Anders gesagt, es gibt keine Farben im Gehirn, auch ist es dort unter der Schädeldecke dunkel. Wie schon angesprochen, wollte Gerhard Roth, einer der führenden deutschen Gehirnforscher, die dualistische Problematik der Annahme eines Bewusstseins, die darin besteht, wie denn das Bewusstsein als etwas außerhalb der Aktivitäten der Nervenzellen stehendes, materiell bislang nicht greifbares, auf das Gehirn eingreifen soll, dadurch lösen, indem er dem Bewusstsein, Geist-Intelligenz-Komplex, anerkennt, aber keinerlei Handlungsoptionen zuerkennen wollte. In seinem hypothetischen Sinne werden dem Bewusstsein zwar Probleme präsentiert, aber die eigentliche Problemlösung geschieht dann doch im Gehirn, obwohl unser Ich glaubt, es selbst hätte die Lösung gefunden. So wäre demnach das Bewusstsein selbst keine Illusion, sondern die Illusion bestünde darin, sich einzubilden, man führe seine eigenen Entschlüsse aus. Da Gerhard Roth nicht wirklich angeben kann, wie denn so etwas vollkommen Neues, das Bewusstsein der Geist, aus der Tätigkeit der Neuronen überhaupt entstehen kann, außer durch eine überhaupt nicht bekannte Art der Emergenz, ist damit die von mir vertretene These des Bewusstseinsanteils im Verarbeitungsprogramm der Zelle, die biologische Intelligenz, keineswegs in Frage gestellt, sondern verträgt sich sogar mit Roths Hypothese. In meinem Sinne entsteht Bewusstsein aus der intensiven Kooperation von Neuronen, ganz wie bei Gerhard Roth, besser gesagt aus der Kooperation von Neuronen mit biologischer Intelligenz, die jeweils für sich ein Bewusstseinselement besitzen. Durch die intensive Kooperation entsteht dann aus der Kooperation das Bewusstsein dort an sich. Durch bildgebende Verfahren kann nämlich eine Intensivierung einzelner Gehirnbezirke in Korrelation zum Bewusstsein festgestellt werden, wobei aber gleichzeitig damit stets und auch wechselnd in ganz anderen Winkeln des Gehirns andere Neuronen, Neuronenverbände involviert sind, da zum Beispiel eine Problemlösung sich an bisherigen ähnlichen Problemlösungen orientiert und oder der individuellen Art und Weise, Probleme zu lösen. Deswegen erscheint uns das Bewusstsein unserer selbst steht als eine Einheit. Möglicherweise ist dies aber die Täuschung. Denn zu Recht fragt der Philosoph Richard David Precht im Titel eines seiner Bücher: Wer bin ich und wenn, wie viele? Ist also ein Problem gelöst, wird die Lösung wieder an andere Neuronenverbände weitergereicht. Und die Neuronenverbände, die eben das Bewusstsein gebildet haben, kommen zur Ruhe. Und an den anderen Stellen kann es ab einer bestimmten Intensivität der Bearbeitung wiederum zum Bewusstsein kommen. Wie schon ausgeführt, kann Gerhard Roth im Grunde nur auf ein Experiment verweisen, aus dem hervorgeht, dass das Bewusstsein im Gegensatz zum eigenen Fühlen eine Handlung nicht selbst hervorbringt. Doch mittlerweile gibt es mindestens ein neueres Experiment, Sie finden es in meinem Buch, welches genau das Gegenteil nachweist. Da aber Gerhard Roth eben nicht davon ausgeht, dass die Neuronen für sich schon so etwas wie ein Bewusstseinselement besitzen, wird deutlich, dass in meinem Konzept sich der von ihm als Denkdilemma beschriebene Gegensatz zwischen einem nicht-materiellen Bewusstsein und der Neuronentätigkeit auflöst, weil eben das Bewusstsein selbst Teil des Verarbeitungsprogramms der biologischen Intelligenz und somit des Neurons ist. Sollte mir mit dieser Aufhebung des Dilemmas eine geniale Lösung des Problems gelungen sein? Doch wie stets im Leben gibt es schon seit langem eine philosophische Denktradition, den Panpsychismus, den schon teilweise Platon vertrat oder beispielsweise Leibniz oder, um neuere Vertreter zu kennen, C.H. Weddington, der Vater der Epigenetik, oder Bernhard Rentsch in Deutschland, der, wie es folgendes Zitat des seinerzeit sehr bekannten Panpsychisten und Psychologen Helmut Benesch zeigt, zu ganz ähnlichen Schlussfolgerungen wie ich kommt. Denn trotz der vielfältigen Formgebung, Platzierung und Funktionen weisen die Nervenzellen
eine grundlegend einheitliche Erregungsleitung auf. Wenn diese Gestaltung sich im gesamten Gehirn nicht ändert, was sollte dann in den kleinsten Einheiten grundlegend anders sein? Folglich muss auch schon in der Nervenzelle der Ursprung des Geistes gefunden werden. Aber dann geht der Panpsychismus sogar noch einen entscheidenden Schritt weiter. Da eine Nervenzelle oder in unserem Sinne eben natürlich auch Einzeller und Pflanzen aus organisch organisierter Materie besteht, beziehungsweise bestehen, folgt für ihn daraus, dass der Geist-Bewusstseins-Intelligenz-Komplex seinen Ursprung quasi als Bestandteil in der Materie genauer des Atoms selbst haben müsste. Bewusstsein, Intelligenz als ein grundlegendes Element der Materie des Weltalls? Damit ergibt sich plötzlich eine vollkommen unerwartete und verblüffende Frage. Wenn der Kosmos, genauer gesagt die Materie des Kosmos, genauer gesagt die Atome, aus denen diese Materie bestehen, als gleichsam möglicherweise inaktiver Träger von Bewusstsein und Intelligenz anzusehen wäre, dann wären doch Bewusstsein und Intelligenz von Anbeginn aller Zeiten schon im Kosmos vorhanden gewesen und hätten nur darauf gewartet, bis sich die ersten Zellen bildeten, um sich in ihnen, in meinem Sinne biointelligent, zu entfalten. Wäre es also denkbar, dass sich auf Planeten unter bestimmten Bedingungen automatisch die ersten Einzeller bilden, die dann schon Geist, Bewusstsein, Intelligenz besäßen? Anders gesagt, der Kosmos, die Heimstätte für intelligentes Leben? Doch dabei wird übersehen, dass es ohne DNA wohl keine Lebensentwicklung geben dürfte, jedenfalls soweit wir es im Augenblick uns vorstellen können. Und dass aufgrund dieser Notwendigkeit bisher alle Versuche fehlgeschlagen sind, auch nur allereinfachste Zellen künstlich zu erzeugen. Sind wir vielleicht, wie es der große Biologe und Nobelpreisträger Jacques Monod seinerzeit vermutete, allein im Kosmos? Und zwar deswegen allein, weil selbst die Entstehung der ersten Biozelle einen absolut unwahrscheinlichen Zufall darstellt. Und jede weitere Entwicklung diesen absolut unwahrscheinlichen Zufall noch bis ins absolut Unendliche potenziert, sodass das Schauspiel des Lebens und der Menschheit auf der Bühne eines Theaters ohne jeden weiteren Zuschauer stattfindet. Schließlich, es kann tatsächlich nicht ausgeschlossen werden, dass der erste einzellige Organismus inklusive seiner DNA und seinem biointelligenten Verarbeitungsprogramm mittels eines Meteors die Erde erreichte. Und somit wäre das Leben gar nicht auf der Erde entstanden. Aber selbst wenn wir dies sicher wüssten, ergebe sich darauf noch keine Antwort auf die Frage, ob das Weltall eine Heimstatt für Leben oder ob das Leben eine einmalige Erscheinung innerhalb des Weltalls wäre, weil weiterhin alles somit offen bliebe und natürlich auch ganz anders sein könnte als bisher gedacht. Und so sehen wir betroffen, es sind die allermeisten Fragen offen. Vielen Dank.